Am 6. Februar jährt sich der 10. Todestag des Falken. Wir wollten wissen, was die Vorarlberger mit Falco verbinden. Einer von größten Star Österreichs, super Lieder, alles schade, dass er nur mal da ist. Dass er ein Wilder war, dass er gute Lieder gemacht hat und dass es ja schon länger her ist, wo ich, ja, da war ich noch ein bisschen jünger. Ja, in unserer Zeit auf ein Konzert an der Bregenzer Festspielbühne, es war grandios, Falco live zu sehen und zu hören und da ist man dann schon begeistert. Ich glaube, mit Ihrer Frau haben Sie auch eine Verbindung zum Falco, oder? Naja, sie hat am selben Tag Geburtstag, ist also am gleichen Tag wie er geboren. Dadurch weiß man natürlich auch immer sein Geburtsdatum, 19. Februar 1957. Und ja, das verbindet einem. Ja, es war eine Ikone. Für die Austria, Popa war er eigentlich noch der Beste. Oder? Schade um ihn. Ich frage mich heute noch eigentlich, ob er noch das mit dem Unfall, mit dem Fließ da hat oder nicht? Berühmter österreichischer Popsänger, Rocky Amadeus, glaube ich, hat er gesungen, ist schon verstorben und ist im Moment sehr populär wieder. Egal ob Vienna Calling, Sound of Music oder Out of the Dark, Falco hatte viele Lieder, die begeistern, aber drei werden für immer in den Köpfen der Menschen bleiben. Welches ist es? Ja, welches ist das Beste? Wie heißt das? Schnell, es fällt mir wieder nicht. Naja, sicher Genie, weil es am Anfang ein Skandal war und irgendwie dann doch ein sehr beeindruckendes Lied. Hey, nochmal, wie heißt du? Nein, ja, Genie und. Amadeus, das gefällt mir. Oder Genie. Genie gefällt mir auch. Das Amadeus und das. Eigentlich alle, muss sagen, hat alles was tolle Lieder. Amadeus, 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 oh Amadeus. Ich bin nicht so gut im Singen, Amadeus, Amadeus, das. Finde ich ganz gut, ja. Sonst bin ich nicht, weiß ich nicht, was er sonst alles noch singt. Nein, Amadeus weniger, aber komm, ich sage, ja. Und er war halt ein cooler Typ, oder? Anlässlich des 10. Todestages erscheint auch ein Kinofilm über das Leben von Falco. Ein Muss für Fans. Ja, auf jeden Fall. Doch, würde ich machen. Ja, wenn man so ein Fan gesehen ist, ja, auf jeden Fall. Mal schauen. Na, nicht im Kino, aber vielleicht dann im Fernseher, wenn es dann kommt. Habe ich mir noch nicht überlegt, kann sein. Vielleicht warte, bis es DVD gibt. Ja, warum nicht? Ich habe eine neue Freundin vielleicht schon mit der RNA. Weil würde ich das anschauen. Das ist ein Muss für uns, oder? Das ist eh schon unsere Garde, die wir sehen. In unserem Alter ist das schon die alte Kriege eigentlich, die das gesungen hat, schon damals, oder? Moll, das ist also auf jeden Fall. Muss man gesehen haben hier.